Willkommen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez, wo das heutige Rennen stattfindet. Die Autos stehen bereits in der Startaufstellung, schalten wir also mal kurz zur Strecke runter. Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen. Die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Verstappen, Bottas, Alexander Albon und Leclerc. Norris, Perez, Ricciardo und Romain Grosjean. Magnussen, Stroll, Esteban Ocon und Sainz Jr. Giovinazzi, Gasly, George Russell und Nicolas Latifi. Raikkonen und Dani Kvyat komplettiert die Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Gemacht. Super überholt. Okay, DRS ist jetzt verfügbar.
Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 3,0 Sekunden. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Das war der Sieg hier in Mexiko und was für einer nach einem erstaunlichen Rennen. Stefan, sag mir, was hat Ihnen heute dabei geholfen, diesen Erfolg zu verwirklichen? Ich würde sagen, dass es wieder mal auf eine gute, beständige Fahrleistung ankam. Die Kurven exakt nehmen, auf die Streckenbedingungen achten und die Strategie des Teams perfektionieren. Heute wurde einfach alles richtig gemacht und das Ergebnis spricht für sich selbst. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ich hatte heute sicherlich nichts auszusetzen an der Leistung von Kevin Magnussen, der ein unglaubliches Rennen geliefert hat. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.